Der Corona-Plan der Bundesregierung, der sich im neuen Infektionsschutzgesetz ausdrückt, ist gesellschaftlich, rechtspolitisch und juristisch nicht tragbar. Warum, wieso und weshalb, das diskutiere ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir das Video gefallen sollte, lass bitte ein Abo da und diskutiere hier unten in den Kommentaren gerne mit. Mit der Winterreifen- und Schneekettenpflicht haben Justizminister Buschmann und Lieblingsminister Lauterbach das neue Infektionsschutzgesetz betrieben. Dabei hat man im Husarenstreich einige Probleme, die sich vielleicht im Gesundheitsministerium ergeben, gelöst. Aber eins nach dem anderen. Nunmehr soll vom 1.10. bis zum 7. April das neue Infektionsschutzgesetz gelten. Es trendet dabei der Begriff schon Team Geisterfahrer, denn zahlreiche europäische Länder sind zur Normalität zurückgekehrt. Ich will gar nicht so Beispiele wie Dänemark, Schweden erwähnen, aber sogar Österreich, die sonst immer Hardliner und Vorreiter waren, haben eine Impfpflicht abgeschafft und sind zur Normalität zurückgekehrt. Nur wir Deutschen machen weiter bei diesen Corona-Maßnahmen. Es wurde vor allen Dingen eine allgemeine Maskenpflicht festgestellt. Es wurde Maskenpflicht für Kinder ab dem 5. Schuljahr festgestellt. Das geht dem Lehrerverband natürlich schon nicht weit genug. Auch die Grundschulkinder sollen da wieder eingeführt werden. Und bei Veranstaltungen und Zugängen zu öffentlichen Einrichtungen soll es eine Maskenpflicht geben. Und da hat man eine sogenannte Rückausnahme konstruiert. Das heißt, die Maskenpflicht soll nicht bestehen, wenn man, und jetzt kommt's, frisch geimpft ist, also die letzte Impfung nicht länger als 3 Monate her ist, frisch getestet oder eben genesen. Und das ist natürlich ein Ding, denn wenn man jetzt so im Husarenstreich sagt, dass die letzte Impfung nur 3 Monate her sein darf, dann laut Lauterbach sollen die Leute dazu motiviert werden, sich häufiger impfen zu lassen. Also alle 3 Monate dann eine Impfung. Und da ist doch ein Schelm, wenn man daran denkt, dass Herr Lauterbach viel zu viele Impfdosen bestellt haben, die bald irgendwann verfallen werden. Und so möchte er gerne durch die Hintertür diesen wirtschaftlichen Super-GAU verhindern und die Leute motivieren, sich weiter impfen zu lassen. Gleichwohl, und jetzt juristisch weitere Widersprüche, wenn man das ins Verhältnis setzt zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die wurde ja auch vom Bundesverfassungsgericht als verhältnismäßig angesehen, weil man gesagt hat, es sei ja ein Fremdschutz gegeben für die vulnerable Gruppe und der jetzt eben wissenschaftlich und medizinisch völlig widerlegt wurde. Deswegen macht auch meines Erachtens jetzt eine Impfung alle 3 Monate keinen Sinn, weil es eben so gut wie keinen Fremdschutz gibt, wie sich die Virologen mittlerweile einig sind. Keine Hoffnung habe ich in die deutsche Justiz derzeit, denn die Maskenpflicht wird immer als mildester Grundrechtseingriff gesehen, als mildestes Mittel, was man ja immer noch akzeptieren kann. Da werden auch sämtliche Studien und auch gesellschaftspolitische Dinge, wie das umgesetzt wird, völlig ignoriert, denn die meisten tragen eine Maske ja nicht aus Überzeugung, sondern weil man es muss. Und dann trägt man das Ding nachlässig und bei Bartträgern oder wenn man die Maske ein bisschen schief trägt, dann hat man 0 Wirkung, sodass eben auch hier die Wirksamkeit dieses Mittels juristisch stark in Zweifel zu ziehen ist, mangels Akzeptanz. Das heißt, sowohl glaube ich mittlerweile nicht mehr, dass man juristisch eine Impfpflicht kippen kann, ich glaube aber auch nicht, dass man diese Regelungen, hier diese Maskenpflicht juristisch kippen können wird, denn das hat die Vergangenheit gezeigt, da haben die deutschen Gerichte zu wenig Schneid, um hier dagegen vorzugehen. Erst recht kann man im privaten Bereich nicht dagegen vorgehen, da wurden ja sogar Aufkleber vorgeschlagen seitens Herrn Buschmann, das heißt, wer irgendwie geimpft, genesen oder getestet ist, der soll bei einer Privatveranstaltung einen Aufkleber kriegen, also diese Stigmatisierung erinnert doch eher an andere schlimme Zeiten in der deutschen Geschichte. Unglaublich, wie man sowas vorschlagen kann. Das heißt, auch in der Privatautonomie, also selbst im Supermarkt oder wenn ich eine private Veranstaltung habe, dann habe ich das Hausrecht und dann kann ich tatsächlich Maskenpflicht oder 3G anordnen, so wie ich es will. Auch da wird das Ganze juristisch nicht zu kippen sein. Das, was derzeit völlig fehlt, sind Grenzwerte. Ab wann sollen die Maßnahmen gelten? Und woran wird es festgemacht? Zuletzt stand ja im Infektionsschutzgesetz, dass eben nicht mehr die Inzidenz der maßgebliche Wert sein soll, sondern
der Grad der Infektion, also wie ansteckend ist das Ganze und wie sehr führt das Ganze dazu, dass man einen schweren Verlauf hat und dazu, wie immer, eben die Überlastung der Gesundheitssysteme. Es fehlen jetzt hier bei den neuen Maßnahmen jegliche Grenzwerte und jegliche Bezugspunkte, woran es gemessen wird, sodass das gerade alles irgendwie so eine Diskussion im luftleeren Raum ist. Es bleibt nur die Hoffnung, dass der Deutsche Bundestag und da auch vielleicht einige Regierungsmitglieder gegen diesen Vorschlag stimmen werden, denn ich halte den juristisch und gesellschaftlich für eine Katastrophe. Wie siehst du es? Wir sehen uns wie immer vor Gericht.